Ein ganz liebes, herzliches Willkommen. Hier mach mit, wenn du Lust hast. Eine Augenübung, Entspannung, Harmonisierung, Regeneration. Ich kann dir nichts versprechen. Ich bin kein Arzt. Ich mache keine Heilversprechen. Das ist wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen. Aber es sind meine Erfahrungen und ich trage eigentlich schon seit Ewigzeiten sollte eine Brille benutzen. Du weißt, was ich meine. Ja, aber ich tue es nicht. Ich vermeide es zu jedem Zeitpunkt, wo ich es nur kann, die Brille nicht zu tragen, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe und es auch in meinem Umfeld wahrnehme, umso mehr die Menschen die Brille tragen, umso mehr gewöhnen sie sich an die Brille. Und es ist einfach eine Krücke. So muss, will, kann, darf ich das mit meiner Erfahrung sagen und behaupten. Umso mehr wir unsere Augenmuskeln trainieren und üben zu entspannen und somit aus dem Stress rauskommen, umso besser können wir wieder sehen. Natürlich ist auch Ernährung und gutes Wasser trinken mit ein Argument, das nicht außer Acht gelassen werden darf, aber ja, man kann dazu noch so viel mehr machen. Es gibt zum Beispiel auch die Rasterbrille, die man tragen kann. Habe ich auch schon einige Erfahrungen, aber auch hier, ich sehe es nicht als Heilwerkzeug. Also du kannst die Rasterbrille den ganzen Tag tragen, aber sie wird deine Augen sehr höchstwahrscheinlich vermutlich nicht heilen, dass du wieder besser siehst auf längere Sicht hin. Sie hilft aber in dem Moment, auch wenn es anstrengend ist, die Brille zu tragen, sie hilft in dem Moment, vielleicht gewisse Dinge zu sehen, wo man normal eine Brille tragen müsste. Und darum geht's. Also der Verzicht auf eine normale Dioptrienbrille ist in dem Moment so wichtig, weil jeder Moment, wo du keine Brille trägst, ist der Moment, wo sich die Augen wieder zurückregenerieren können. Und ja, das heißt also, trägst du eine Rasterbrille für die Zeit, wo du keine Dioptrienbrille trägst, hast du einen Mehrwert und das ist schon das Ergebnis, das Ziel eigentlich. Wie gesagt, es ist gewöhnungsbedürftig und nicht einfach, also manchmal lege ich sie auch gerne wieder zur Seite, weil es auch anstrengend wird, aber es hat auch irgendwie was. Aber es bringt keine Heilung auf längere Sicht, allein die Rasterbrille. Man muss Augenübungen dazu machen. Frequenzmusik hören von Dr. Rife mit speziellen Augenfrequenzen und so weiter. Palmieren, ultra wichtig. Einfach Augenentspannung, Entstressen, Atmung, auch Dehnübungen mit bewegungsorientierten Atemübungen. Also all das kann helfen, die Augen wieder zu verbessern. Meine Meinung. Muss nicht für jeden so sein. Mach deine eigenen Erfahrungen, übernimm Selbstverantwortung und trag keine Brille an diesen Stellen, wo du darauf verzichten kannst. Also sprich, beim Autofahren trag auch ich eine Brille, weil sie in meinem Führerschein steht. Also ich bin ja nicht unverantwortlich in dem Sinn, dass ich jetzt ein Risiko eingehe, auch für andere. Das können wir nicht machen. Ja, aber es gibt viele Momente, wo man vielleicht doch drauf verzichten kann. Und für diejenigen, die es natürlich so schlimm haben und eine starke Brille haben, wo man eigentlich gar nichts mehr sieht, da weiß ich jetzt auch nicht. Da kann ich jetzt auch schlecht irgendwie Tipps geben. Es tut mir leid, weil ich selbst einfach nicht so schlecht sehe. Ich habe 1,5 Dioptrien in etwa. Und das schon seit Jahren. Ich war auch nicht mehr beim Augenarzt, weil ich der Meinung bin,
wenn ich jetzt heute Morgen zum Augenarzt gehe, misst er bei mir irgendeinen Wert, wo vielleicht 1,5 ist. Und wenn ich abends zum Augenarzt gehe und bin gestresst und hatte ja, einen Scheißtag, sag ich mal, dann misst er mir 1,8 Dioptrien. Wenn er mir dann die Brille macht oder die hergestellt wird und ich setze sie dann auf, dann ist egal, ob ich 1,5 oder 1,8 habe, meine Meinung. Ich sehe trotzdem besser. In dem Moment, wenn ich die Brille auf habe, ist ja ganz klar. Ne? Also man sieht scharf. Aber in dem Moment gewöhnen sich deine Augen daran und wollen dann immer noch mehr und werden immer schlechter. Genau. Also so viel zum Thema, wann lasse ich auch meine Augen vermessen oder nicht. Mein Gefühl und meine Erfahrung sagt und zeigt mir, ich habe immer wieder Momente, wo ich bin kurzsichtig, also alles nah sehe ich ganz gut. Es ist halt auch viel Handy, Nahsicht, viel Computer, Nahsicht. Meine Arbeit besteht viel hier in der Nähe und ich komme nicht so viel raus, wo ich in die Ferne gucken kann. Aber ich habe immer wieder Momente in gewissen Tagen, wo ich in die Ferne schauen kann und sehe so angenehm scharf, ohne Brille. Das finde ich faszinierend. Also es sind definitiv Schwankungen drin, es ist bei mir nie gleich. Aber ich merke, da tut sich was. Und es tut sich was auf jeden Fall in die Richtung, dass es nicht schlechter wird. Über viele Jahre jetzt schon hinweg. Ich bin mir sicher, dass wenn ich vor 10 Jahren regelmäßig jährlich zum Augenarzt gegangen wäre und hätte mir die Dioptrien messen lassen und immer wieder eine neue Brille, dann hätte ich jetzt 2,5 oder 3 Dioptrien. Also ist so. Ich sehe es ja auch immer im Umfeld und vielleicht habt ihr ja dieselben Erfahrungen. Einfach die Leute, die regelmäßig Brille tragen, die müssen regelmäßig eine neue updaten und immer mehr machen. Und ob Kontaktlinsen oder was weiß ich, ist ja dann alles das Gleiche. Ja, so viel mal zu meiner Erfahrung, zu meinem Statement. Wie gesagt, ich bin kein Arzt und ich möchte keine Heilversprechen. Einfach nur meine Erfahrung, meine Meinung. Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Vielleicht kannst du ja irgendwas für dich mitnehmen oder auch gerne teilen. Wenn du denkst, vielleicht würde jemand, den du kennst, das interessieren, was ich hier gerade erzählen habe, teile doch gerne das Video. Und ja, ich freue mich auf alle Lieben, die hier bei mir landen und sich von mir inspirieren lassen wollen oder so halt. Ich danke dir. Tschüss.